Herzlich willkommen zur siebten Vorlesung Maschinenorientiertes Programmieren. Ich habe ein paar Hinweise und wie bereits gesagt, finden Sie die Hinweise in den Foliensätze auf dem Dokumentenserver. Ja, das Schöne ist, wir haben von den Strings, von den Zeichenketten, die komplizierten Inhalte bereits hinter uns. Heute kommt mehr der Anwendungsbereich, also die Anwenderseite von Strings, und das ist sehr viel einfacher als das Verständnis von Zeigern und Feldern. Als kurze Wiederholung möchte ich mit einem kleinen Quiz beginnen. Was ist erlaubt? Bitte denken Sie dabei mit und machen sich Ihre eigenen Gedanken. Natürlich werde ich jetzt hier im Video die Antworten gleich offenlegen. Auf der einen Seite das Feld, das Character Array, und auf der anderen Seite der Zeiger, der Character Pointer. Nun, die zwei Beispiele sind natürlich erlaubt. Das ist die Wiederholung. Wir haben einmal eine String-Variable als Feld und einmal eine String-Variable als Zeiger. Also hier mal grün abgehakt. Das ist natürlich korrekt. So, die nächste Anweisung. Es ist Hallo. Dürfen wir das tun? Ich hoffe, Sie haben alle mitgedacht. Nein, das ist natürlich streng verboten. Wir dürfen die Adresse der Variable S unseres Feldes nicht verändern. Die nächste Anweisung. Der Pointer SP wird auf Hallo gesetzt. Ist das erlaubt? Auch hier hoffe ich, dass Sie richtig liegen. Klar, es ist erlaubt. Ich kann die Adresse, auf die der Pointer verweist, verändern. Das heißt, SP zeigt nicht mehr auf die Zeichenkette HI, Ausrufezeichen im Speicher, sondern jetzt auf die Zeichenkette Hallo. Und die folgende Anweisung beim Feld. Ich setze S-Index 0 auf die 0. Ist das erlaubt? Logisch, denn ich kann den Inhalt eines Feldes natürlich modifizieren. Das Feld ist entweder auf dem Stack oder im Datensegment abgelegt. Darf ich das auch mit einem Zeiger tun? Also SP Index 0 ist gleich 0. Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Hier, genau in diesem Kontext, natürlich nicht. Es ist verboten, weil SP auf konstanten Speicherbereich zeigt. Aber Achtung, natürlich darf ich einen Zeiger genauso verwenden wie ein Feld. Das heißt, ich darf SP Index 0 beschreiben, wenn SP Index 0 auf beschreibbaren Speicher zeigt. Das heißt, syntaktisch ist die Anweisung korrekt, aber hier in dem konkreten Fall ist sie verboten. Ja, size of, ist das erlaubt? Ganz einfach, natürlich ist es erlaubt, wir kriegen die Größe des Feldes, das heißt unser n ist 100, weil wir s als Array der Größe 100 angelegt haben. Und ist es erlaubt, das auch beim Zeiger zu tun? Auch hier ist die Antwort nicht ganz eindeutig. Natürlich darf ich die Größe eines Zeigers abfragen. Allerdings, die Frage ist, was liefert sizeof sp? Es liefert auf jeden Fall nicht die Länge der Zeichenkette und auch nicht die Länge des gespeicherten Feldes. Nein, es liefert immer die Größe des Adressbusses bei einem 32-Bit-System, folglich 4. Okay, soweit die Wiederholung, Unterschied zwischen Feld und Zeiger. Wenn Sie bei dem Quiz zu anderen Antworten gekommen sind, dann würde ich Sie bitten, schauen Sie sich nochmal das Beispiel von der letzten Vorlesung String 0.c an, beziehungsweise schauen Sie sich die letzte Vorlesung nochmal genau an. Wir kommen jetzt zum Einlesen von Zeichenketten. Zunächst mal die Eingabe mit scanf. Hier gleich mal ein korrektes Beispiel. Wir haben ein Feld der Größe 100 definiert. Dann können wir mit scanf genau 99 Zeichen einlesen, weil, Sie erinnern sich, wir brauchen ein Zeichen für die Nullterminierung. Das heißt, der Platzhalter %s wird vergleichbar wie mit printf verwendet. Allerdings
brauchen wir jetzt keine Präzision anzugeben, um den String zu kürzen, sondern wir können direkt die Längenangabe verwenden. Die Längenangabe bestimmt die Maximallänge des einzulesenden Strings. Ich habe ein paar Anmerkungen, was das Einlesen angeht. Nun, scanf, wir wissen das bereits von Integer- oder Gleitkomma-Eingabe, erwartet einen Zeiger. Und wir haben letztes Mal gelernt, der Name der Variable ist ein Zeiger. Das heißt, scanf %99s, s ist korrekt. Wir brauchen hier kein Kaufmanns-und. Sie sollten unbedingt den Fehler vermeiden, hier ein Kaufmanns-und hinzuschreiben. Das wird zwar vom Compiler gnädig übergangen, wenn es sich um ein Feld handelt, führt aber zu einem Fehler, wenn Sie den Zeiger auf eine Zeigervariable übergeben, denn dann wird nicht in die Zeichenkette eingelesen, sondern in die Zeigervariable. Das heißt, hier wird wieder Speicher überschrieben. Das heißt, wir merken uns scanf für einfache Datentypen immer mit dem Kaufmanns-und, für Zeiger immer ohne das Kaufmanns-und. Wir müssen immer die Maximallänge berücksichtigen bei der Eingabe. Das zeige ich Ihnen gleich in einem Beispiel. Und das geht in scanf eben nur über die Formatierung. Wir haben auch eine Eigenschaft von scanf bereits gelernt. Scanf ignoriert Leerzeichen, Tabulatoren, Zeilenvorschübe. Man spricht immer von sogenannten Whitespaces. Wir können mit %s Leerzeichen, Tabulatoren eben nicht einfach einlesen. Wenn wir zum Beispiel Name und Vorname in eine Variable einlesen wollen, dann können wir das nicht einfach mit scanf tun. Das heißt, als Problem hier aufgeführt ist, wir können keine Trennzeichen lesen. Dafür gibt es allerdings verschiedene Lösungsvarianten. Eine Variante ist die Positivvariante. Das heißt, wir definieren die erlaubten zu lesenden Zeichen. Hier mal dargestellt, ich möchte alle Kleinbuchstaben, Großbuchstaben einlesen, also %99 und die Menge der einlesbaren Zeichen in eckigen Klammern, ein Leerzeichen und dann Klein- und Großbuchstaben. Das bedeutet, dass die Eingabe das Leerzeichen erlaubt. Es wird also in Name auch das Leerzeichen oder alle Leerzeichen mit eingelesen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass scanf die Eingabe abbricht, wenn Sie andere Zeichen als in der erlaubten Menge verwenden. Das heißt, ähnlich wie beim Einlesen einer Integerzahl, wenn ich keine Zahl eingebe, sondern Buchstaben, bricht scanf ab. So würde jetzt hier scanf abbrechen, wenn ich zum Beispiel einen deutschen Umlaut verwende, ä, ö oder ü, oder ein scharfes s, oder wenn ich eine Ziffer eingebe, dann kehrt scanf einfach mit der Information, es konnte nicht konvertiert werden, zurück. Das heißt, die Lösung ist zwar sehr elegant, die Positivlösung hat aber immer die Schwierigkeit, dass möglicherweise Zeichen auftreten, die nicht erlaubt sind. Man muss tatsächlich dazu sagen, nachdem Umlaute auf den Systemen unterschiedlich kodiert werden, ist es keine sichere Lösung, hier in die Menge auch noch die Umlaute mit aufzunehmen. Das kann auf einem Rechner funktionieren, am nächsten Rechner oder sogar am gleichen Rechner unter anderen Bedingungen dann eben nicht mehr. Das heißt, die zweite Variante ist die Umkehrung, die Negativvariante. Wir schließen nur einzelne Zeichen aus. Das passiert mit dem Dachsymbol zu Beginn der Mengendefinition. Das heißt, hier das Beispiel scanf %99 in eckigen Klammern, erst das Dachzeichen, dann Backslash n, eckige Klammer zu s, bedeutet, ich lese alle Zeichen ein, außer dem Zeilenumbruch. Scanf bricht also an der Enter-Taste ab. Wir können alles einlesen, aber Enter wird ausgeschlossen. Damit können wir sehr elegant eine ganze Zeile einlesen, die maximal eben 99 Zeichen lang sein kann. Was passiert jetzt, wenn wir eine Eingabe machen, die länger als 99 Zeichen ist? Nun ganz einfach, die Eingabe wird nach 99 Zeichen unterbrochen, es wird eine Nullterminierung eingeführt und beim nächsten Aufruf von scanf steht das natürlich noch im Eingabebuffer, werden die verbleibenden Zeichen für die nächste Eingabe verwendet. Das ist ein bisschen gefährlich, wenn wir hier das Enter-Zeichen ausschließen, bedeutet das, dass der nächste Aufruf von scanf natürlich das Enter-Zeichen liest. Das heißt, zweimal eine solche Eingabe hintereinander durchführen, wo ich das Enter-Zeichen ausschließe, führt natürlich dazu, dass die zweite Eingabe immer fehlschlägt.
Wenn die erste Eingabe das Enterzeichen nicht gelesen hat, sagt die zweite Eingabe, es kommt ein Enterzeichen, das passt nicht zu der erlaubten Menge. Das heißt, hier bietet sich wieder an, wie bei Integer, dass ich noch einen Get-Character-Aufruf durchführe, um quasi dieses Enterzeichen, was zwangsläufig kommen muss, also entweder ist die Eingabe größer als 99 Zeichen oder es muss ein Enterzeichen kommen und das kann ich natürlich mit GetJar einfach abprüfen. Microsoft hat eine sichere Variante von ScanF eingeführt, die sogenannte ScanF-S-Funktion. Die ist auch als Anhang im ISO-Standard definiert, als sichere IO-Funktion. Im Unterschied zu der vorausgehenden Funktion muss ich neben dem Array auch noch die Größe des Arrays übergeben. Der Hintergrund ist der, wenn size of s kleiner als 100 ist, also nicht mit der Formatierung 99s übereinstimmt, dann bricht die Funktion mit einem Fehler ab. Allerdings muss man leider sagen, hat diese Funktion keine große Verbreitung gefunden und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Funktionen, also die sicheren Funktionen, die mit Unterstrich S dem Standard hinzugefügt wurden als Annotation, dass die wieder aus dem Standard herausfliegen. Bei ScanF passt das natürlich, wenn ich korrekt angebe, also 99S und mein Feld eben 100 Zeichen groß ist, dann passt natürlich die Eingabe hier immer, dann brauche ich nicht unbedingt diese Size-of-Angabe noch hinzufügen. Problematisch wird es natürlich, wenn ich nur %S verwende, dann ist die sichere Variante auf jeden Fall sicherer, weil sie nur bis zur maximalen angegebenen Größe einliest. Ja, die alternative Eingabe, die ich persönlich immer ganz gerne verwende, das ist die fgets-Funktion. Die hat den Vorteil, ich übergebe die Größe des Buffers und die Variable, in die ich einlese und bekomme automatisch immer garantiert, dass maximal bis zur Größe der Variable gelesen wird und die Nullterminierung ist bereits inklusive. Ich muss also nicht diese minus 1 rechnen von 100 auf 99 und das auch noch in einen String packen, sondern ich kann das direkt mit size of übergeben oder mit eben einer Größenangabe an die Funktion übergeben. Das heißt, der Vorteil dieser Variante ist, die Feldgröße und die Terminierung wird automatisch berücksichtigt und es werden alle Zeichen eingelesen, also auch die Leerzeichen dazwischen. Ich muss mir da keine Gedanken machen. fgets liefert also immer genau eine Zeile aus der Eingabe. Der Nachteil von fgets ist allerdings, dass ich auch immer ein \n bekomme, das heißt, der Zeilenumbruch wird mit eingelesen und im Extremfall, wenn die Eingabe größer ist, dann bekomme ich eben den Zeilenumbruch nicht. Das heißt, ich muss eigentlich immer nach der Eingabe prüfen, ist das letzte Zeichen ein Zeilenumbruch? Wenn ja, dann muss ich den vielleicht herausnehmen. Ich möchte Name, Vorname beispielsweise nicht mit einem Zeilenbruch in einer Datenbank ablegen. Ja, ich möchte Ihnen, bevor wir weitermachen, ein paar Beispiele zeigen, wie wir mit der Eingabe mit Strings umgehen. Dazu schalten wir in die Virtual-C IDE. Okay, das erste Beispiel, ich habe da schon mal etwas vorbereitet, soll Ihnen zeigen, wie gefährlich es ist, wenn die Eingabe nicht korrekt auf die Größe limitiert wird. Das heißt, das ist hier das klassische Login-Beispiel. Wir melden uns mit Login und Passwort an einem System an. Und jetzt hier in unserem Fall ist die Funktion noch gar nicht ausgeführt. Wir haben ja noch keine Ahnung, wie Strings verarbeitet werden. Das heißt, wir sagen jetzt einfach mal, wir lehnen jeden Benutzer ab. Wir machen einfach ein Return False, also ein Return 0. Das heißt, die Funktion liefert immer einen Misserfolg zurück. Ja, wir schauen uns das mal an. Wir nehmen eine Variable. Ich nehme jetzt auch mal vom Typ Char, weil wir uns das ganz schön dann im Debugger anschauen können. Das ist unsere Variable, die prüft, ob man korrekt angemeldet wurde. Dann kommt unser Username. Ich mache jetzt mal 12 Zeichen, das ist immer ganz schön. Kriegt man eine schöne Darstellung vom Speicher und das Passwort. Eben auch 12 Zeichen. Und ich initialisiere immer, dann sind die Zeichenketten leer. Das heißt, wir können im Debugger das schön betrachten. Und jetzt kommt die Aufforderung,
bitte Login eingeben. Und wir lesen den Benutzername mit %s ein. Das ist unser Username. So, jetzt kommt die Passwortabfrage. Das heißt, solange noch nicht unser Checked gesetzt ist, wiederholen wir. Bitte Passwort eingeben. Machen scanf %s, Passwort. Und jetzt prüfen wir, ob das Passwort zu dem Benutzernamen passt. Und dafür verwenden wir die vorbereitete Funktion check user and password und übergeben als erstes den Username und als zweites mal das Passwort. Sie ahnen vielleicht schon, was passiert. Wir kommen aus dieser Schleife natürlich nicht heraus, weil unser checked ist 0, ist false. Wir wiederholen und check user and password liefert natürlich immer ein false zurück. So, trotzdem bin ich optimistisch und gebe danach willkommen. Willkommen user. Erfolgreich angemeldet. So, mal noch einen Zeilenumbruch hin und übergeben den Username. Genau, und ansonsten ist unser Main-Programm fertig. Uns interessiert natürlich erstmal nur dieser Login-Vorgang. So, wir schauen uns das jetzt mal gleich an. Bitte Login eingeben. Ich gebe mal meinen Namen ein. Und ich gebe mal Passwort ein. Ja, Sie sehen schon, das sieht schlecht aus. Ich komme in das System erstmal nicht rein. Jetzt haben wir aber beim Programmieren zwei gravierende Fehler gemacht, die ich Ihnen jetzt gleich demonstrieren werde. Das heißt, ich werde jetzt hier einen Breakpoint setzen. Ich gebe mein Login ein. Wir haben es ganz einfach gemacht. Unser Array ist 12 Zeichen lang. Das heißt, ich gebe 13 ein. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und wir sind an dem Breakpoint und schauen mal in den Speicher. Ich zoome mal rein. So, was ist passiert? Ganz einfach. Die Eingabe mit scanf hat in Username abgelegt. Das Folgende ist passiert. In Username sehen Sie mein Login vollständig bis zur 12. Wir haben 12 Zeichen reserviert. Aber die 3 landet hier in der Variable checked. Das heißt, ich habe den Speicherbereich von Username überschrieben und noch einen Wert in checked abgelegt. Danach sogar noch die Nullterminierung, die im Speicher daneben neben checked liegt, aber die wird natürlich jetzt hier in dem Beispiel nicht berücksichtigt. Würde auch keinen Unterschied machen, wenn checked int wäre, dann würde trotzdem quasi der ASCII-Wert von 3 in der Variable drinstehen. Damit kommen wir natürlich nicht in unsere Schleife. Das ist eine abweisende Schleife. Checked ist bereits gesetzt und wir geben aus, willkommen, erfolgreich angemeldet. Ich hoffe, dieses Beispiel zeigt Ihnen, wie gefährlich die Eingabe mit scanf ist, wenn Sie nicht die Größe beschränken. Das ist jetzt hier ein einfaches Beispiel. Ich habe quasi nur einen Wert einer Variable überschrieben. Man kann natürlich ganz böse Dinge damit tun, also Speicherbereiche überschreiben, die dazu führen, dass das Programm sich komplett anders verhält, also vielleicht eine bösartige Funktion ausführt. Wie können wir das Ganze jetzt fixen? Ganz einfach. Wenn wir übersetzen und
die statische Code-Analyse aktivieren. Dann bekommen wir hier tatsächlich Warnungen an der Stelle. Einen String konvertieren mit %s ohne Bufferlimitierung ist höchst kritisch. Das heißt, die Lösung ist ganz einfach. Wir schalten hier auf die korrekte Größe 12 Zeichen, 11 plus 0 Terminierung. Jetzt schimpft auch die statische Analyse nicht mehr. Und wenn wir das Programm starten, läuft es korrekt. Also, ich kann ja nochmal versuchen, mit meinem großen Passwort hineinzukommen. Und jetzt sehen wir, das Checked ist nicht gesetzt. Wir sehen auch, dass unser Username korrekt abgelegt ist. Bei der 11 wird danach die Nullterminierung eingefügt. Und wir sehen jetzt auch die Eigenschaft von ScanF, wenn ich weiterlaufe, jetzt das Passwort einlese, dann landet im Passwort noch der Rest der Eingabe, die 2 und die 3 und danach die Nullterminierung. Das heißt, dadurch, dass ich die Eingabe überschrieben habe, habe ich das zweite Mal gar nicht eingeben können. Wir landen gleich bei der dritten Eingabe. Checked ist natürlich weiterhin false und ich kann jetzt wieder ein Passwort eingeben. Ich werde natürlich jetzt nicht glücklich mit diesem Programm, weil ich keine Chance habe, jetzt hier hereinzukommen. Das Login-Beispiel hat schon viel über die Funktionalität von ScanF preisgegeben. Wir schauen uns trotzdem noch ein zweites Beispiel an. Da möchte ich vergleichen die ScanF-Funktion mit der F-GetS-Funktion. Ich lege mir mal wieder ein Feld an, Name, 32 Zeichen und initialisiere dieses. Jetzt lesen wir als erstes mal, also ich gebe erst aus, Name und Vorname eingeben. Und wir lesen erst mal korrekt mit %31s in Name ein. Wir schauen uns das mal kurz an. Sagen Max Mustermann. Und wir sehen jetzt, in der Eingabe landet nur das Max, weil ScanF eben Trennzeichen nicht einliest. Das Leerzeichen bedeutet, hier hört die Konvertierung von %s an der Stelle auf. Wenn wir ein zweites Mal ScanF aufrufen würden, würden wir noch Mustermann bekommen. Die Eingabe bleibt im Eingabebuffer und wird beim nächsten Aufruf von ScanF ausgelesen. Sie haben gesehen, wie wir das lösen können. Also hier mal das Beispiel eben, ich lese alles ein, bis auf den Zeilenumbruch. Wenn wir wieder Max Mustermann eingeben, dann sehen wir, jetzt passt die Eingabe, jetzt wird richtig eingelesen. Trotzdem möchte ich Sie noch auf das Problem, was ich in der Vorlesung vorhin angesprochen habe, hinweisen. Wir machen jetzt mal hier Telefonnummer. Und ich speichere mir die Telefonnummer ebenfalls in einer Zeichenkette mit 32 Zeichen. Und wir lesen auch diese mit ScanF eben ein. Wir starten das Programm. Geben unseren Max Mustermann ein und jetzt kommt die Eingabe der Telefonnummer. Wenn ich da drüber springe, bitte Telefonnummer eingeben, dann sehen wir, die Telefonnummer wird nicht eingelesen. Wir sehen, die Funktion ScanF liefert 0 zurück. Das heißt, die Konvertierung von %s, alle Zeichen außer dem Zeilenumbruch, war nicht erfolgreich. Und ganz klar, wir wissen auch warum, weil der Zeilenumbruch einfach noch in der Eingabe enthalten ist und nicht ausgelesen wurde. Das heißt, zur Lösung lesen wir einfach dieses Zeichen weg. Also wenn wir alle Zeichen außer Enter einlesen, dann muss GetCharacter jetzt ein Enter einlesen. Ganz korrekt wäre noch zu prüfen, ist es tatsächlich das Enter-Zeichen. Wenn es nicht das Enter-Zeichen war, dann wurden mehr als 31 Zeichen eingegeben.
kann ich quasi hier auch nochmal drauf reagieren. Standardmäßig, wenn wir sagen, wir lesen alle Zeichen bis auf das Enter-Zeichen, dann ist in der Logik natürlich als nächstes das Enter-Zeichen in der Eingabe. Das heißt, wir nehmen das jetzt hier ganz einfach weg. Wir starten neu. Geben unseren Max Mustermann an der Stelle ein. Jetzt kommt der Aufruf, die Telefonnummer einzugeben. Und wir sehen, ScanF fordert wieder die Eingabe von Tastatur. Also 0123789. Wir haben auch eine Telefonnummer gespeichert. Ich möchte das gleiche Beispiel jetzt nochmal mit fgets realisieren. Das heißt, ich kommentiere das jetzt hier mal aus. Wie sieht das gleiche jetzt mit fgets aus? Dazu kopiere ich mir nochmal die Ausgabe. Wir rufen fgets auf, übergeben als erstes den Speicherort. Wir möchten in Name speichern. Wir geben die Größe. Und Standard In ist die Standardeingabe. Das ist quasi die, in Anführungszeichen, Datei. Das werden wir später noch genauer lernen. Die Datei, von der wir lesen, das ist jetzt hier die Standardeingabe. Also wir lesen von Tastatur. Wir können als nächstes die Telefonnummer abfragen und analog fgets Telefon size of Telefon und als dritten Parameter das Standard In. So, wir schauen uns jetzt an, was passiert. Also Name, Vorname eingeben. Springen mal über die fgets-Anweisung hinüber. Max Mustermann. Wir sehen, es wird Max Mustermann im Speicher abgelegt. Wir sehen auch, dass nach den beiden Ns jetzt hier hinten noch ein Backslash N, also ein Zeilenumbruch in der Eingabe enthalten ist. Jetzt kommt die Aufforderung zur Eingabe der Telefonnummer und wir sehen es auch hier. Wenn ich jetzt hier 089-4711 eingebe als Beispiel, dann landet die Telefonnummer in dem Array Telefon. Allerdings auch hier haben wir am Ende den Zeilenumbruch mit eingelesen. Das heißt, der Vorteil der Scanner-Funktion ist natürlich der, dass ich den Zeilenumbruch in der Eingabe ausschließen kann. Der Nachteil ist natürlich, dass ich eben das Backslash N auslesen muss, damit ich eine weitere Eingabe tätigen kann. Wir schauen uns in der Verarbeitung noch an, wie kann ich einen Zeilenumbruch aus einer Zeichenkette entfernen. Das wäre jetzt die typische Aufgabe, wenn ich mit fgets arbeite, dass ich nicht den Zeilenumbruch natürlich mit einlese. Aber das machen wir im zweiten Video der Vorlesung, wo wir uns um die Verarbeitung von Zeichenketten kümmern. Bis gleich.